Link verarbeitet den Tod in Majora's Mask? Gaming-Theorien mit Kevin. Richtig gehört, denn das Spiel greift die fünf Phasen, die kurz vor dem eigenen Tod oder denen eines Angehörigen durchlebt werden, auf. Verleumdung, Wut und Schuldzuweisung, Schuldsuche bei sich selbst, Depression und die letzte Phase, Akzeptanz. Aufgeteilt sind diese Phasen in die Gebiete, die man in der Welt von Majora's Mask bereist. Im ersten Gebiet der Unruhestadt begegnet man Menschen, die den Mond, der die Welt zerstört, verleugnen. Sie meinen, das wäre völliger Quatsch und man sollte doch einfach so weitermachen wie sonst auch. Im zweiten Gebiet trifft man auf das Volk der Deku. Sie sind völlig wütend, weil die Tochter des Königs verschwunden ist. Der König gibt einem unschuldigen Affen die Schuld und fordert eine Bestrafung. Im dritten Gebiet, den der Goronen, ist der Häuptling Damani daran gescheitert, sein Volk vor der Kälte zu bewahren und fühlt sich deshalb richtig schuldig. Im vierten Gebiet, den der Zoras, kann man die Depression regelrecht spüren. Das Wasser ist gefährlich, die Band kann nicht auftreten und der Star-Gitarrist Mikau stirbt bei dem Versuch, alles wieder gerade zu biegen. Im letzten Gebiet setzt man sich direkt mit dem Tod auseinander. Die Gegner bestehen nur noch aus Zombies, Skeletten und Geistern. Ich finde diese Theorie ziemlich plausibel. Oder was meint ihr?